Warnung. Dieser Vlog beinhaltet keinerlei tieferen Sinn und/oder Botschaft. Sollten Sie auf der Suche nach anspruchsvoller Unterhaltung sein, sind Sie hier falsch. Sollten nicht in der Packungsbeilage aufgeführte Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten, wenden Sie sich bitte an den Veterinär Ihres Vertrauens. Hi, wir müssen heute mal ganz leise sein, weil ich bin bei meiner Oma zu Besuch und es ist schon nach 10, alle schlafen schon. Wir wollen ja niemanden wach machen. Ich habe auch schon mein stylisches Garfield-Nachthemd an. Aber mir ist langweilig, also dachte ich, ich drehe euch noch fix ein Video. Ich habe heute nämlich auch aufgeräumt bei meiner Oma und es ist so, dass bei meinem letzten Umzug hier eine Menge liegen geblieben ist in Kisten, wo ich keinen Bock hatte, das auszuräumen. Habe ich jetzt mal gemacht und da habe ich einige interessante Gegenstände gefunden. Möchte euch da was zeigen, zum Beispiel habe ich diese Gabel gefunden. Nein, Freunde, das ist keine gewöhnliche Gabel. Ja, auch wenn ihr das jetzt vielleicht denken werdet, das ist definitiv keine gewöhnliche Gabel, das ist eine ganz besondere Gabel. Und es gibt sogar einen unter euch, der wird diese Gabel wiedererkennen. Weil er davon vermutlich noch ein paar im Schrank hat. Das, liebe Freunde, ist nämlich Johnnys Gabel. Die habe ich, ich glaube, Halloween letztes Jahr mitgenommen. Da war ich bei ihm zu Besuch und habe noch einen Salat gegessen. Und habe den nicht aufgegessen und wollte den unterwegs in der Bahn weiter essen. Deshalb hat er mir diese Gabel mitgegeben. Den Salat habe ich jetzt nie gegessen, den habe ich dann weggeschmissen. Aber ich besitze diese Gabel noch. Also Johnny, schau, sie ist noch da, sie lebt. Eines Tages werde ich sie dir vielleicht wieder mitbringen. Bis dahin, Gabel. Hey. Nein, das ist keine einfache, ordinäre Sonnenbrille. Das ist, kann man es lesen, meine Haare. Eine 3D-Brille aus dem 3D-Kino in Potsdam, wo wir uns Star Wars in 3D angeguckt haben. Ah, volles Brillengesicht, oder? Schaut doch echt schnieke aus. Vielleicht sollte ich mir mal so eine übergroße Lady Gaga Sonnenbrille, eine Puck die Stubenfliege Brille besorgen. Was habe ich sonst noch gefunden? Genau, ich habe meine Flasche mit Kunstblut wieder gefunden. Verzeiht mir den kleinen Joke am Rande. Was habe ich sonst noch so gefunden? Meine Kamera! Eine Ixus i7. Wenn ich jetzt noch das Ladegerät wieder finde, kann ich euch hochqualitative Videos machen. Ich habe noch was gefunden. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid, ich habe das nicht so gewollt. Also, bevor ich euch zeige, was ich noch gefunden habe, muss ich dazu eine Vorgeschichte abgeben. Es ist so, dass meine Oma zwei Katzen hat. Ja? Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Und dass ich, das, was ich euch als nächstes zeige, hier als Deko-Objekt ausgestellt hatte. Ja, weil ich es so toll fand. Echt, ich habe es mir hingestellt, weil ich dachte, oh, so, dass es jeder sieht. Und dann sind diese dämlichen Katzen gekommen und haben es runtergehauen. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ich es wiedergefunden habe. Ich werde es wieder zusammenbauen. Mario! Oh, er ist gestorben. Nein, Johnny, nimm mir das nicht übel. Ich baue ihn wieder zusammen. Also, ich halte ihn demnächst wieder komplett in die Kamera, damit ihr sehen könnt, dass ich ihn zusammengebaut habe. Im Moment fehlt nur leider noch ein Fuß. Der muss da unter das Regal gerutscht sein. Es tut mir leid, Johnny. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Ich setze ihn wirklich wieder zusammen, versprochen. Nee, mach mal noch mal ran. Ich mach's dann auf, bevor ich schlafe. Wir müssen jetzt leiser sein. Wir haben gerade meine Oma geweckt. Oder ich habe sie geweckt. Ihr seid ja nur zwangsläufig dabei. Okay. Ich habe euch gerade meinen zerstörten Mario gezeigt. Ach ja, eins habe ich noch wieder gefunden, finde ich eigentlich ganz lustig. Ich habe diesen Speicherkartenadapter für meine Handykarte wieder gefunden, nachdem ich mir diesen besorgt habe. Total idiotisch. Hätte ich den gar nicht kaufen wollen. 10 Euro hat dieses Scheißding gekostet. Da kommt eine von Omas Katzen an. Merlin! Merlin, komm mal her! Na komm her, Merlin, komm! Komm her, Merlin! Komm mal her, Merlin! Ah, da ist er. Einer der Mörder Marios. Ich bin der Merlin. Guck mal in die Kamera, Merlin.
Ist er nicht süß? Und was für mich persönlich ganz wichtig ist eigentlich, ich habe meinen Ring wiedergefunden. Da. Das ist der Original-Schlangenring aus dem Rat der Zeit. Möchten das extra aus Amerika bestellt. Ja. Ja, und eins habe ich noch gefunden. Und ich dachte, das zeige ich euch auch mal, weil der Mr. Rodney in seinem letzten 3x3 das Thema mit den Special-Sondereditionen so bereitgetreten hat. Und ich habe tatsächlich gar keine Sondereditionen, ist mir aufgefallen. Also so Bonus-DVDs oder sowas habe ich so gut wie gar nicht. Ich habe lediglich eine Bonus-DVD-Sammlung. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Happy Tree Friends. Ich finde die so geil. Also, die habe ich auch mal geschenkt gekriegt. Hätte ich mir auch selber nicht gekauft. Auch wenn ich sie geil finde, muss ich dazu geben. Aber muss dazu, ich ziehe mir das dann im Internet drin und dann ist gut. Aber das ist auch hier so, so eine 3-DVD-Multibox mit Bild von einem toten Kaninchen mit einem Ding drin. Wie auch immer, auf jeden Fall finde ich die total geil. Also man kann sich da auf jede erdenkliche Art und Weise angucken, wie diese kleinen Kuscheltierchen draufgehen. Ja, wollte ich nur mal erwähnt haben. Das ist so die so eine Spezialbox, die ich besitze. Okay, das soll es dann auch gewesen sein. Der Tag ist bald rum. Es greift schon so in den Morgen hinein. Und ich sollte noch ein bisschen schlafen. Ich habe morgen auch ein bisschen was zu tun. Ich werde jetzt noch ein wenig lesen. Stephen King. Love. Absolut tolles Buch, also für alle, die das noch nicht kennen. Aber Stephen King lesen, nur zu empfehlen. Der Titel Love, man denkt da vielleicht an eine Liebesgeschichte, aber glaubt mir, nein. Es ist ein typischer King-Roman und ja, die Fatz schrieb auf der Höhe seines Könnens und ich denke, da hat sie schon recht mit. Stephen King hat eine Muse, die küsst wie ein MG. Da ist was dran. So. Verabschiede mich damit. Wünsche euch noch eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Lest meine Blogs, schaut meine Vlogs, kommentiert den ganzen Kram, schreibt ins Gästebuch, malt in unser zweites Gästebuch, kommentiert unsere Videos, Bilder. Ihr habt die Möglichkeit, all das zu tun auf unserer Homepage. See ya! But I'm a super girl. A super girl.